Grüezi miteinander. In diesem Video geht es um das Bankengeldsystem. Das letzte Mal habe ich gesagt, dass Bankkonten keine gesetzlichen Zahlungsmittel sind und die Bevölkerung heute echte Franken nur als Bargeld besitzen kann. Aber warum ist das so? Und was soll der Unterschied zwischen dem gesetzlichen und dem nicht gesetzlichen Zahlungsmittel? Es geht um Verantwortung. Es geht darum, dass der Bund keine Verantwortung über unsere Konten in den Banken übernehmen will. Und warum das? Weil der Bund das gar nicht kann. Denn heute ist alles elektronische Geld im privaten Besitz. Alles elektronische Geld ist im Besitz der Banken. Wir benutzen das Bankengeldsystem nur. Unsere Bankkonten und Bilanzen der Banken sind untrennbar verbunden. Und die Banken schauen unsere Konten als einen Teil von ihrem Eigentum an, was sie ja auch sind. Und da kommt die Vollgeldinitiative ins Spiel. Wir wollen, dass Banken unsere Bankkonten nur noch verwalten. Und das elektronische Geldsystem soll genauso staatlich werden wie das Bargeld. Unsere Konten dürfen nicht mehr mit dem Eigentum der Banken vermischt werden. Und Bankkonten sollen ebenfalls zu gesetzlichem Zahlungsmittel werden. Im schlimmsten Fall muss eine Bank können Konkurs gehen, ohne dass sie das Zahlungssystem, das sie betreut, in Gefahr bringt. Es gibt da aber auch noch etwas Wichtigeres. Und das ist die Geldherstellung der Geschäftsbanken. Zu dem in einem der nächsten Videos mehr.